Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Minister Röttgen, ich habe mir ganz in Ruhe Ihre Rede angehört. Ich muss sagen, sie war sehr nachdenklich. Von den Zielen her hat sie mir gut gefallen. 2-Grad-Ziel, Nachhaltigkeit, Erhalt der Artenvielfalt. Das sind Ziele, die wir unterstützen werden. Und ich mache vielleicht etwas Ungewöhnliches. Ich wünsche Ihnen für die Erreichung dieser Ziele viel Erfolg. Wenn Sie das schaffen, werden wir Sie dabei unterstützen. Denn in der Tat, es geht um ganz, ganz viel. Es geht um die Lebensgrundlagen von uns, von unseren Kindern und von unseren Enkelkindern. Und wir wissen, dass wir genau in dieser Zeit eine ganz wichtige Zeit haben. Denn wir uns bleiben wenige Jahre, um zum Beispiel den Klimawandel noch aufhalten zu können. Also das heißt, Sie sind in einer sehr, sehr entscheidenden Phase Minister geworden. Aber der entscheidende Punkt ist, was machen wir jetzt? Widerspricht das vielleicht dem, was Sie hier sehr nachdenklich formuliert haben? Sie haben eben angesprochen, auch die Kanzlerin, die hat gestern 5 Punkte genannt. Es ging als ersten Punkt um die Überwindung der Wirtschafts- und Finanzkrise. Und Sie haben zu Recht gesagt, da sind 500 Milliarden auf den Tisch gelegt worden, um das in den Griff zu kriegen. Also Hunderte von Milliarden. Ja? So, wenn man sich aber die Prävention des Klimawandels angeht, der Klimakrise ansieht, dann ging es bei dem Finanzgipfel der EU um die Verteilung von 5 bis 7 Milliarden. Und da waren Sie nicht in der Lage, diese Verteilung hinzukriegen. Und Deutschland hat eine unrühmliche Rolle gespielt. Und das, muss ich sagen, steht im Widerspruch zu dem, was Sie hier als Ziele auch benannt haben. Die Wissenschaftler sagen, uns bleiben wenige Jahre, um überhaupt dieses 2-Grad-Ziel zu erreichen, wenn wir es denn überhaupt schaffen. Ja? Aber selbst dieses 2-Grad-Ziel heißt dramatische Überflutung, heißt Dürren, heißt Tote, heißt Hungernde und heißt Flüchtlingsströme. Und deshalb heißt es, wir müssen den Klimawandel, das Artensterben, die Ressourcenkrise, der Wassermangel, der Hunger, diese Fragen gehören zusammen. Und wenn wir sie lösen wollen, müssen wir sie alle gemeinsam und zusammen lösen und können sich uns nicht immer nur eine rausgreifen, weil das würde dazu führen, dass wir de facto diese Frage nicht gelöst haben. Wir müssen sie gemeinsam lösen. Jeden Tag verschwinden 120 Arten. Jeden Tag ein Stück Natur. Sie haben zu Recht darauf verwiesen, Bewahrung der Schöpfung. Ja? Aber Sie haben einen Koalitionsvertrag, der Ihnen die Bewahrung der Schöpfung schwer macht. Der Wert der Natur in diesem Koalitionsvertrag, der, muss ich sagen, findet nicht statt. Es ist das erste Mal, und das ist neu, dass ein Eingriff in die Natur ohne einen Ausgleich an einer anderen Stelle vollzogen werden kann. Man kann mit Ihrem Koalitionsvertrag sich mit Ersatzgeld den Eingriff in der Natur sich dabei freikaufen. Und das ist schlecht, das ist gegen die Natur. Und deshalb sagen wir, das werden wir nicht mitmachen. Das ist ein Ablasshandel zur Naturzerstörung. Und wie wollen Sie eigentlich Ländern wie Brasilien und Indonesien erklären, dass die ihren Regenwald schützen sollen, wenn wir in Deutschland das bisschen Natur, was noch übrig geblieben ist, für jedes Projekt wieder in Frage stellen? Da muss ich sagen, wir müssen da Vorbild sein. Wir müssen zeigen, dass wir die Natur, die wir hier noch haben, erhalten und nicht mit Geld zerstören dürfen. Wir werden die anderen Länder nicht überzeugen, dass sie in dem Sinne die Regenwälder erhalten. Die Kanzlerin hat gestern über die vielen Schulden gesprochen, die gemacht werden, und sie hat eine Lösung präsentiert. Und diese Lösung hieß Wachstum, Wachstum, Wachstum. Zauberformel Wachstum. Ich finde, auch das muss man ein Stück mal hinterfragen. Ist Wachstum eigentlich per se gut? Welches Wachstum ist das überhaupt? Was soll da überhaupt finanziert werden? Und in der vergangenen Regierung war es die Abwrackprämie. Jetzt sagt der Verkehrsminister, der neue Verkehrsminister, Autobahn. Und dann natürlich auch vor allen Dingen im Westen. Ja? Klientelpolitik, vor allen Dingen in Bayern.
Ja? So, und da muss ich ganz ehrlich sagen, wir müssen aufhören mit dieser Klientelpolitik. Wir müssen das Ganze im Auge haben und dürfen nicht immer nur für einzelne Bereiche Politik machen. Das muss endlich beendet werden. Und wir müssen auch aufhören, meine Damen und Herren, dass Folgendes möglich ist. Mit dem Konjunkturprogramm von der letzten Bundesregierung ist in meiner hochverschuldeten Stadt ein Kreisverkehr gebaut worden. Da wird es jetzt noch komplizierter, über diese Kreuzung zu fahren. Ja? Und warum? Weil man diesen Kreisverkehr, die Zusatzformulierung, die Zusatzfinanzierung, dafür Schulden aufnehmen kann. Investieren in Beton, dafür kann man Schulden aufnehmen. Investieren in Jugendarbeit, investieren in Kindergärten, in konsumtive Aufgaben, dafür darf man keine Schulden aufnehmen. Und das muss sich endlich ändern. Wir müssen investieren in die Köpfe unserer Kinder und nicht in Beton, meine Damen und Herren. Das ist die Zukunft und das ist nachhaltig. Und wenn Sie sagen, Herr Röttgen, Nachhaltigkeit, ja, richtig. Aber Nachhaltigkeit, da steht im Koalitionsvertrag vollkommen anders drin. Da steht nämlich plötzlich drin, mehr Atommüll und neue Schulden. Und das ist das Gegenteil von Nachhaltigkeit. Sie müssen, wenn Sie das sagen, auch bei den Fakten bleiben und das auch umsetzen, was Sie haben wollen. Eben schon angesprochen, die erneuerbaren Energien. Ja? Und da ist es in der Tat so, dass Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke im Gegensatz stehen zu erneuerbaren Energien. Warum sollten eigentlich die großen Energiekonzerne, wenn sie investieren in Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke sozusagen länger laufen lassen dürfen, warum sollten die eigentlich die großen Windparks in der Nordsee bauen? Das heißt, genau das, was Sie jetzt machen, Ihnen da Spielräume zu geben, verhindert den Bau von den Windkraftanlagen in der Nordsee und deshalb verhindert das erneuerbare Energien. Das, was Sie sagen, Brückentechnik, ist de facto eine Mauer. Sie errichten eine Mauer gegen die Erneuerbaren und fahren mit Vollgas die Erneuerbaren gegen diese Mauer. Und deshalb, anstatt neue Kohlekraftwerke, müssen Sie eins machen, in Energieeffizienz, Ressourceneffizienz investieren. Das würde übrigens auch heißen, dass man sehr viele Arbeitsplätze schaffen könnte. Wir haben einen Weltmarkt von 640 Milliarden für diesen Bereich, für Wassertechnologie und Energieeffizienz. Und die deutschen Unternehmen sind da gerade mal 5 bis 10% beteiligt. Nur dieser Markt, das sind kleine mittelständische Unternehmen und das sind nicht die großen Energiekonzerne. Und wir müssen endlich aufhören, immer nur Lobbyarbeit für die großen Energiekonzerne machen. Wir müssen wirklich mal den Mittelstand unterstützen. Und das sind die Erneuerbaren, das ist Energieeffizienz. Damit schaffen wir Arbeitsplätze. Mit Schröder habe ich nichts zu tun. In 3,5 Wochen wird es die Klimakonferenz in Kopenhagen geben. Und Sie haben zu Recht gesagt, wenn die scheitert, wäre es fatal. Und genau für diese Klimakonferenz brauchen wir ehrgeizige Emissionsminderungsziele. 40% ist ehrgeizig. Aber hinzugehen und im Koalitionsvertrag zu schreiben, diese CO2-Reduktionen werden in Zukunft vermehrt mit Projekten im Ausland gemacht, in China und Indien, mit CDM-Projekten, das muss ich sagen, ist fatal. Denn dann werden Indien und China kommen und werden sagen, macht doch selbst eure Hausaufgaben. Diese 40% CO2-Reduktion müssen hier in Deutschland erbracht werden, damit wir die anderen Entwicklungsländer mit ins Boot bekommen. Genau dafür, ich komme zum Schluss, wünschen wir Ihnen viel Erfolg in Kopenhagen. Ich war bisher immer, fand es toll, Mitglied der deutschen Delegation zu sein, aber ich habe in Poznan gelernt, das erste Mal, dass die Deutschen in Europa gebremst haben und dass Europa in Poznan gebremst hat. Und das möchte ich in Kopenhagen nicht noch mal erleben. Wir müssen Vorreiter sein in Deutschland, wir müssen Vorreiter der EU sein. Und deshalb sage ich, ja, viel Erfolg in Kopenhagen. Ich hoffe, dass Sie die Verantwortung wahrnehmen. Und ich sage nur, halten Sie der Pol und fallen Sie nicht um und seien Sie nicht am Ende Bremser, sonst haben wir danach eine ganz andere Debatte hier. Vielen Dank.